ist ein RPG, aber nicht so der todernsten Art wie andere, sondern es hat einen ganz eigenen Humor. Ein Botschafter aus dem Bodenland hat Prinzessin Peach Stimme geklaut und Mario und Luigi versuchen jetzt, die zu retten. Es ist kein klassisches Mario, so wie man es halt kennt, sondern er ist halt eher RPG-lastig. Ein Spiel, wo man durch eine Welt läuft und dann gegen Monster kämpft und dann Level aufsteigt. Man steht dann einem Gegner gegenüber und muss dann in den richtigen Momenten die richtigen Aktionen vollführen. Einmal draufspringen oder einen Dreifachsprung, damit halt mehr Schaden nimmt. Brüderaktionen sind deutlich stärker, machen deutlich mehr Damage, wenn man sie perfekt ausführt. Und zum Beispiel hast du eine Brüderaktion, da wird ein grüner Panzer ausgewählt und dann spielen die praktisch Fußball, die beiden. Je öfter man trifft, desto mehr Schaden kommt dann raus. Die Grafik hat sich natürlich deutlich verbessert. Sieht einfach hübscher aus und das Kampfsystem ist ausgereifter. Ich finde, die Kampftechnik ist leichter geworden im Vergleich zu früher. Es reagiert schneller, man hat nicht mehr den Eindruck, dass man drückt und 5 Sekunden später passiert erst was. Auch, dass jetzt einfach dieser Extra-Modus noch dabei ist, macht super viel Spaß. Also es geht erstmal darum, dass Bowser entführt würde, was natürlich anders ist als in Mario-Teilen. Und man selber spielt die Goombas, also die Schergen von Bowser, und versucht dann halt Bowser zu retten, was anders ist als in einem Mario-Spiel. Also ich finde es super, ich fand es war total interessant, das mal aus dieser anderen Sicht zu sehen. Die Goombas sind total interessante Figuren und auch nochmal ihre Sichtweise zu sehen, dann mit ihnen zu spielen, die kamen ja auch eigene Angriffe. Schön, gerade wenn es ein Remake ist, dass trotzdem noch neuer Content dazu geliefert wird. Es passt super in die Mario-Reihe rein, das ist einfach ein fantastisches Spiel. Mir hat es sehr gut gefallen, ich kenne ja auch das Originalspiel, von daher bin ich sehr erfreut, dass da ein Remake zu gemacht wird. 4-mal durchgespielt, das war ein tolles Spiel, ich kann es immer wieder durchspielen. Ich kenne das noch von früher, das alte, habe ich auch bis zum Ende durchgesuchtet. Sehr lustig, es ist sehr lustig gehalten, sehr viele Gags, geiles Spiel, macht wirklich viel Spaß.